Ja, es fühlt sich super an. Also es ist langsam mal Zeit geworden, dass die Königsdisziplin, die Abfahrt, wieder mal in die Schweiz kommt. Und jetzt hier in Vale Beaver Creek ist für mich fantastisch. Ich liebe diese Strecke und ja, es ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ja, träumen kann man immer. Ich wusste, dass ich eigentlich gut drauf bin. Man muss es am Tag X dann noch umsetzen können. Und von dem her ist heute alles aufgegangen und ich bin zufrieden und ja, werde es dementsprechend feiern heute. Ich habe im Dezember einen Faststurz oder ein schlimmes Erlebnis hier in Beaver Creek gehabt. Ich hätte auch nicht bei der WM sein können, aber ich habe mich gut gerettet dazu mal und heute bin ich wieder, ja, heute habe ich diesen Ort wieder ein bisschen lieber als im Dezember. Ja, ich glaube, jeder Abfahrer hat diese Strecke gerne. Es hat alles drin, es hat Sprünge drin, es hat Gleiterstücke drin, es hat einen Steilhang drin. Also es ist eine komplette Abfahrt und von dem her bin ich sehr stolz, dass ich auf dieser Strecke Weltmeister geworden bin. Ja, diese Rivalität braucht es, glaube ich. Es ist gut, dass die Österreicher schnell sind, die Schweizer, die Deutschen. Das braucht es für den Skiweltcup und heute ganz zu oberst zu stehen, das macht mich extrem glücklich.